Halleluja, Leute, ich bin's wieder, euer E-Faust und jetzt gehen wir wieder weiter mit Battlefield 1942 und zwar mit der Schlacht in den Ardennen. Ziel, die Deutschen haben gefragt, ob wir uns hier geben wollten und wie lautete unsere Antwort? Verrückte! Eine standhafte Verteidigung, die die Kontrolle über alle alliierten Außenposten als Ziel hat, wird uns den Sieg sichern. Besprechung, die deutsche Armee hat in den Ardennen eine große Gegenoffensive gegen eine Schwachstelle der alliierten Front gestartet. Gerade als die alliierten Befehlshaber anfingen, Deutschlands Fähigkeiten zu einem solchen Unternehmen anzuzweifeln, schlagen die deutschen Truppen mit aller Kraft und allen verfügbaren Mitteln zu. Völlig von diesem Angriff überrascht sind die Schäden und Verluste der Alliierten beträchtlich. Überraschend ist aber nicht nur die zahlenmäßige Stärke der deutschen Soldaten, sondern auch die der deutschen Panzer. Bislang hatte Deutschland zur Verteidigung der Siegfriedlinie überwiegend auf kriegsmüde Veteranen und Jugendliche gesetzt, um den Vorstoß der Alliierten aufzuhalten. Ja, jetzt lassen Sie mal ein paar Eliten antanzen. Und ich möchte natürlich direkt hier vorne starten. Und zwar nicht so schlau, wieder mit einem Assault-Trupp hier zu starten. Manometer. Da vorne kapern die schon. Vielleicht kann ich schon hier. Geil! Aber es war mehr Luck als Skill. Aber boah, Skill besitze ich ja nicht. Ja, hier die tanzen ja schön. Donny! Also ich habe auch vor 10 Minuten... Fuck! Alter, ist nicht gut. Ist eine dumme Idee. Ich habe gerade vor 10, 15 Minuten ja ein bisschen Battlefield aufgenommen. Und besser gesagt, was habe ich aufgenommen? Ich habe den... Also Operation Market Garden da ein bisschen nachkommentiert. Und das war sehr schlau. Ich hier, hier... Ach, leck mich doch am Arsch. Ja, also da hat mich die Lesbe, alias die Wespe, getroffen. Nicht so schön. Und ich habe auch noch, ey, diese Halsschmerzen. Ich weiß nicht, das fühlt sich an, als hätte ich richtig laut ein bisschen geschrien. Es fühlt sich ein bisschen danach an, also ein bisschen ist meine Stimme zu brei. Nicht so schön. Nicht so lecker. Der Bobby Socks. Und hier, ich glaube, hier ist ein Panzer. Gell? Ja. Ja, klar! Ja! Ist doch klar! Ja! Ja! Genau! Genau! Das war mein Plan. Genau! Das finde ich auch. Aber Alter, das wäre ja übertrieben schnell! Volle Bobby Socks, Alter! Ja, kann ich mir gleich in den Arno schieben. Der Guerrero! Eppure! Guerrero! Der Michael Groß! Michael Groß? Den müssen wir ja mal erstmal schon mit dem Panzer abschießen. Aber Goofy, krass, der sich hält, gell? 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 Ja, da sind wir auch da. Und. Boom, Bitch! Danny. Bird, Bird, Bird. Bird is a Bird. Nein! Jawohl, mit dem letzten Schuss. Birne, schöne Heiß. Was ist das denn? Scheiße. Na. Ah. Ja. Nicht. Nicht. Na, jetzt ultimativer Schulwahnsinn. Und. Boom, Headshot. Okay. Das war ein sehr leckeres Geräusch. Das müssen wir auch zu meiner Vergütung sagen, dass dieses Geräusch einer der erschreckendsten und gleichzeitig erotischsten Geräusche der Welt war. Also da habe ich schon direkt so einen Emmy bekommen, so einen Great Award. Ja, da haben die Deutschen es nur eingenommen. Diese deutsche Kartoffel, Katjoschka. Katjoschka. Das ist ganz krass. Irgendwie dieses Russisch, das steht mir nicht so sehr, gell? Hä? Ja, das war eine tolle Animation. Die geilste Animation aller Zeiten. Ja. Wie wär's mal, wenn du mal richtig wirfst, du Lappen? Genau so. So eine Art. Und wer... Du hast Spaß, ne? Der hat richtig Spaß. Spaß ist ja kaum.
Na, da fehlen komplett die Animationen. Beim anderen hier, der wirft die Granaten wie so eine Tunte. Unglaublich schön. Okay, geil. Shit, 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 shit. Nein! Der hat mich direkt... Der hat mich direkt weggesandt! Der hat mich weggesandt! Ach komm, der ist doch dumm. Wie lange der brauchte denn? Der ist doch tot! Ich fass es kaum. Ja, okay, das verstehe ich aber schon. Wär's, wenn du mal schießen könntest? Ja, genau. Über den Panzer ist immer gut. Und sicher. Ja. Eine Granate verschwendet. Für jedes Leid, für jeden Leid bekommen sie eine Granate nach Afrika geschickt. Der ist halt groß. Du hast doch den Panzerangriff gereitet. Hallo. Mal gucken, ob die KI mich treffen kann. Jetzt machen wir es ein bisschen schwerer. Haha, geil. Okay, der hat mich getroffen. Okay, jetzt. Mal gucken. Nein, ich will... Ah! Ich hab schon im Ring gezogen, aber... Nee, da fliegt er nicht weg. Das ist der Hammer. Ah! Oh, das ist mal ein guter Schuss. Aber ich muss ein bisschen weiter seitlich ankreuzen. Und? Ja, hast du gut gemacht. Look at that protection. Look at that shit. Ja, da kommen die Panzer aber. Die selbstgemachte Artillerie. Okay, das war toll. Nachladen, 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 nachladen! Geil! Ich sag gleich, wenn ich tot bin, okay? Ich bin tot. Ich kann hell sehen, Leute! Habt ihr das gesehen? Ich konnte hell sehen! Ich konnte hell sehen! Aber das wird auch schon ein bisschen länger dauern, diese Schlacht. Ich hoffe nicht wieder 22 Minuten, das war ja echt eklig. Aber die Schlacht in Berlin ist kurz. Das ist toll. Aber kommt die überhaupt jetzt schon? Als Battlefield-Veteran wie ihr, die sicherlich ein Abo dagelassen haben, wissen es ja. Und wenn ihr kein Abo dagelassen habt, könnt ihr euch in den Arsch verkriechen. Nein, Spaß. Oder? Ach, der Pechstein. Du hast heute Pech, ne? Hast Pech gehabt? Ja, ja, ja. Das war mal sehr flüssig. Okay, hier ist alles sauber. Ja! Da kommt der Geist des Peststeines in mir hindurch. Das ist nicht toll. Oh, das war aber toll. Ach ja. Das kenne ich auch schon. Wie los Kontakt an der Outposte? Ah, 26 Kills. Hab 26 Kills, der Kerl. Ich kann mal ein bisschen eine Strippstange tanzen. Was hältst du? Probleme, hä? Guck mal, ich kann hier tanzen und viel Spaß haben. Oh, hell no! Kannst du einen Wiener hier rausholen? Aha, toll! Oh, leck mich am Arsch hier! Was? Was? Was hat mich hier getroffen? Das war der Clemens! Töre! Ja, schon wieder Panzerabwehr. Ich sollte auch versuchen, jetzt mal in den deutschen hinteren Linien anzukommen. Und da mal was aus dem Panzer zu kapern. Wäre nicht schlecht. Guck mal, wir haben auch deutlich mehr Verluste als hier die Achsenmächte. Das beweist, hier, wir haben nur Affen in meinem Team. Wir haben gerade nur Affen in meinem Team. Ach ja. Das ist schön. Schön daneben zielen. Das kann ich am besten. Das kann ich aber wirklich gut. So eine Seite reinschießen, wie so eine Tunte. Ha, kannst mich nicht abschießen? Du dummer Penner!
da schmeißt er eine Granate, springt mich weg und dann noch eine Granate, weil er sich ganz schön sicher war, dass er noch am Leben war. Super. Das ist mal Teamkameradschaft à la YMCA. Das hat jetzt sehr viel Sinn gegeben. Vielleicht kann ich mit meiner Bazooka des Todes. Gut, der ist tot. Hallo. Ich bin der Arnold. Schwarzenegger. Hätte einen tollen Namen, Arnold Schwarzenegger. Aber das ist auch schon ein bisschen rassistisch, ne? Look at that contention. Scheiße. Immer so ein Slide, so brennt da. Und vielleicht kriege ich mir zwei. Geil. Geil, ey! Die wissen auch, wie man aussteigt. Das ist das Faszinierende an den Deutschen. Die wissen, wie man aus dem Panzer aussteigt. Das sind Elite-Truppen. Ich möchte auch ein Elite-Trupp werden. Na, Reinhard, der ist mal, der hat auch schon hart. Toll, da wurde wieder ein Cut gesetzt. Ich musste wieder am Windows Home-Bildschirm, weil scheiß Windows mir wieder auf den Sack gehen musste. Oh Mann, ey. Warum wollen die auch immer ihre Kack-Updates? Das geht auch einen richtig auf die Nerven. Das geht sogar dir noch mehr auf die Nerven, als würdest du von einem Sniper mit einer K98 getötet werden. Wo ich es weiß, das stand da gerade eben. Also lest die lieber, ihr Penner. Was? Was macht ihr da? Was machen die da? Das sind doch Dummköpfe. Guck mal, die kämpfen da alle. Ach du Scheiße, ey. Dummheit ist echt. Das ist so eine Stärke bei der KI. Wenn es da eine Disziplin gäbe, ey, die würden hier absahen wie eine Granate. Geil, aber ich auch. Ich wär hier der Hauptpreis. Also, ich wäre hier der King der Dummköpfe. Ah, Mann, ist ja noch schlimmer als bei King of Queens. Ja, ich versuche jetzt so einmal da irgendwie was zu reißen. Wenn nichts geschieht, dann muss ich nach hinten. Jetzt muss ich hier. Nee, Schweinehund. Da fliegen die Deutschen. Du hast meinen Kameraden getötet, du Ami-Schwein! Alter! Fuck you! Was ist das? Was ist das für ein Wichser? Da hat man einmal die KI was Tolles gelernt. Und die müssen es jetzt zeigen, wo sie gegen mich sind. Super. Freut mich. Dankeschön. Ist doch krass. Der Christian Schulz, ey. Der ist wahrscheinlich nur in seinem schwulen Panzer. Boah, wenn ich General geworden bin, dann hätte ich die Welt für ihn. Ja, ich schieß schön auf den Fuß, nichts geschieht. Okay, das war daneben geschossen, aber nichts geschieht trotzdem. Ja, okay, fick dich doch mal langsam! Wisst ihr was? Das Spiel ist echt lecker. Fick dich! Oh, no. Ja, der Eddie Houston hat Peter Brandt getötet. Clemens Kremer, der Danny Bird. Bernice Bird. Martin Schmidt, den Eddie Houston. Achim Dolmen, den Francis Estes. Nochmal Achim, ja. Der Achim. No, ey, Alter. Hä? Der Achim, der ist voll. Wir haben Hacker. Der hat gerade 5 Kills hintereinander gemacht. Ist das normal? Ich schieß dir einmal in die Fresse. Nichts geschieht. Fick dich und schieß mich nicht nochmal an. Penner. Da ist der Medic weg. Da ist der nächste Wichser weg. Nachladen. Aufstehen. Granate. Runter. Schießen. Und jetzt wieder schießen. Okay, alles sauber. Ich bin echter Gangster. Aber ich glaube, die Ardennen-Offensive, die verkacken wir übelst.
schnell. Oh ja, geil. Ich brauche jetzt mal ein bisschen Medic Action. Ich brauche ja auch Leben. Ich muss. Mein Plan ist es jetzt, einen Panzer zu klauen. Wie bei GTA! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Das ist doch ein Weltwunder! Ach egal. Ja, na, Bull. Ich gehe jetzt mal andersrum. Dann kommst du in den Panzer wieder. Du hast es so gewollt. Hallo? Oder? Nee. Schon ein Panzer. Fuck! Fuck! You! Du Hure! Du Hure! Ich muss mir einen Panzer von Deutschland klauen. Auch toll, wo die spawnen, ey. Es ist ja der Hammer. Ich kann auch zwischen Türen fahren. Ist ja geil. Ich kann echt zwischen Türen fahren. Ho. Ja, okay, ja, schon verloren. Wenn wir mit 30.000 Panzern hier starten, ey. Komm, jetzt nochmal. Fuck you. Du kannst deine Oma wegsprengen hier. Schweinehunde hier. YMCA. Wie komme ich jetzt noch auf die Musik? Dürfen mich nicht hinten abknallen. Okay. Fuck! Was? Ey, das ist doch eine Verarschung. Das ist doch nicht mehr normal. Jetzt ohne Witz. Ey, zwei Schüsse. Und ich hoffe in ein 3. Oh, ey, Christopher, du Wichser. Aussteigen. Ey, das ist doch eine Verarschung. Jetzt ohne Witz. Zwei verfickte Schüsse und ich bin tot. In einem Panzer. Klar. Und ich brauche 25. Ja! Sei doch noch netter. Freundlich heißt das. Arschgesicht. Ja, hier. Das ist mal schlaues Verhalten. Freund abknallen. Jetzt habe ich die Aufmerksamkeit schon auf mich gelenkt. Ja! Alter! Kannst du mal einmal in dein Leben mal kurz leer? Wisst ihr was? Alles Gute, was ich gerade zum Spiel gesagt habe, zu der KI, das ist falsch. Bull. Tool. Okay, jetzt muss ich noch schnell dahin und diesen Crap erobern. Dann will ich einen Panzer klauen und dann muss ich ihn irgendwie aufhalten. Aber trotzdem, ich glaube, wir sind schon am verlorenen Posten. Das ist die erste Niederlage in Battlefield und ich halte es nicht aus. Ja, komm nochmal. Schön! Hol dir noch einen Panzer! Wie viele Panzer könnt ihr euch noch aus dem Arsch zaubern? Ist doch nicht mehr wahr. Ja! Nein! Arschgesicht. Komm, ich muss nur einnehmen. Hier ist doch gar keiner! Ja! Super, schnell bemerkt. Was ein Schnellchecker. Decker! Okay. Jetzt Operation Panzer klauen. Haha. Guck mal, bei uns sind 100 mehr gestorben als bei denen. Jetzt 99. Toll. Da sind auch richtig viele Panzer, gell? Da ist die Lesbe.
da hinten sind die Tigerpanzer, glaube ich. Die heißen die Tiger? Ja, ich glaube, das sind Tigerpanzer. Wenn der eine nicht da reingehen würde, wäre es doch besser. Fick dich, Michael. Und? Jawohl! Direkt an Schuss! Jetzt hast du mal hier meine Medizin geschluckt. Jetzt weißt du, wie es sich anfühlt, von einem Panzer, einfach von so einem Panzerstreck, zwei Schüsse zu bekommen und du bist direkt tot. Ja, toll, da sind auch schon wieder zwei. Okay. YMCA. Ich versuche jetzt irgendwie hier alles umzukratzen. Nein! Was ist das denn für ein Scheiß? Fick dich! Fick dich! Was ein Scheiß! Ohne Witz! Ohne Witz! Scheiße! Mann! Ja klar, der Hurensohn kommt jetzt auch noch hierher! Komm mal her, du kleiner Wichser, Alter! Ja, schön! Lauf vor der Granate rein! Ja! Wie gut kannst du denn zielen, du Arschgesicht! Bernie! Mann, ey, da bekommst du ja Halsschmerzen. Du tötest immer ganz schnell so 5 Infanteristen und jeder, auch ich, bin zu dumm, um präzise eine Granate zu werfen. Und jetzt spawn ich meinen Panzer, ey. Das ist der Traum eines jeden Kleinkindes. Wo ist mein Panzer? Tja, den konnten wir nicht bezahlen. Ich hoffe, du bist jetzt mit dem Kaugummi zufrieden. Oh, leck mich doch. Ich gehe jetzt schwimmen. Viel Spaß. Ich glaube, mein US-Soldat hat nicht mal das Seepferdchen-Abzeichen gekriegt, wie langsam der schwimmt. Ne? Und der hat es versucht. Hat trainiert. Für diesen Moment ein Seepferdchen-Abzeichen zu bekommen. Und was ist geschehen? Nichts. Wir haben verloren. Geil. Wenn auch echt, wenn die KI nicht so dumm wäre, wäre das schon cool. Aber nein! Nein! Ich schieß dann hin. Ey, der macht hier einen auf Cars. Ohne Witz. Da schieße ich mal drüber. Da schieße ich runter. Ja. Spaß. Da treffe ich die mal. Da stehen. Wenn ihr auch nicht so dumm seid, ihr verfickten dummen Spiele, KI-Begleiter, Wichser. Okay, ey, ich bin ausgestiegen, du Hure! Das ist ein Scheiß! Nein, nein, nein! Mann, das ist auch die Map, die ich am meisten hasse. Niederlage. Ey, das ist das erste Mal, dass ich das lese. Niederlage. Angesichts des Rückzuges der deutschen Truppen kam die groß angelegte Gegenoffensive völlig überraschend. Berlins dreiste Attacke hat die Alliierten völlig unvorbereitet getroffen. Bei der grausamen Schlacht in den Ardennen hat Deutschland der Alliierten eine Schmerze auf die Niederlage bereitet. Und ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Part. Gebt ein Abo, gebt ein Like, auch wenn ich scheiße gespielt habe. Und ich sag noch eins, Zorn auf Wiedersehen, euer EV2 Let's Play. Und teilt dieses Video bitte nicht, weil meine Niederlage darf nicht gezeigt werden im Internet. Ciao!